Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Palworld. Beziehungsweise es geht heute nicht um ein Let's Play. Vielleicht folgt das auch nochmal, weil es gibt so einige Neuerungen, die jetzt beim großen Update mit drin gewesen sind. Ich weiß, ich bin noch ein bisschen spät, aber ich habe irgendwie nur Chaos gehabt. Erst war meine Tochter krank, dann waren wir heute den ganzen Tag nicht da, weil jetzt, wo sie wieder gesund ist, muss sie ihren Geburtstag nachholen und wir haben eine riesen Shopping-Tour gemacht. Ja, und trotz dass mir gerade alles wehtut nach dem heutigen Tag, sitze ich jetzt schon wieder hier und bin dieses Video im Aufnehmen. Und ich kann wirklich nur sagen, bleibt dran. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt so viele Neuerungen, es gibt so viele neue Pals, die wir uns hoffentlich auch ein wenig ansehen. Kleiner Hinweis vorweg, das Video könnte etwas länger dauern, weil, wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele News, die ich heute mit euch besprechen möchte. Ja, eine Verbesserung, die es jetzt gegeben hat, das ist der Kerl neben mir. Und nein, es ist nicht der normale Händler, denn der Kerl hier nennt sich Medaillenhändler. Und wenn wir ihn ansprechen, dann merken wir schon ganz schnell, dass es in eine komplett andere Richtung geht, weil wir können hier mit, ja, ich sag jetzt mal Medaillen, das sind so kleine Geld. Münzen mit, ich denke mal, es sollen Palabdrücke sein. Sieht so ein bisschen wie Pfotenabdrücke aus, drauf. Und da gibt es verschiedene Dinge, die neu ins Spiel eingeführt worden sind. Beispielsweise wundersame Accessoire-Schatulle. Das sind Schatullen, die sich mit dem Körper ihres Besitzers verlinken und einen zusätzlichen Accessoire-Slot bringen. Wie das allerdings so funktioniert, habe ich noch nicht ausprobiert. Vielleicht mache ich da noch mal demnächst ein neues Video zu. Die gibt es einmal für 100, ja, ich sag mal Münzen, Medaillen, wie auch immer. Und dann gibt es einmal die Variante für 1000, ich sag mal Medaillen, die mysteriöse Accessoire-Schatulle. Da steht es bei beiden nur, verleiht einen zusätzlichen Accessoire. Slot und naja, einen weiteren Accessoire-Slot ist halt genau das gleiche. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wo da der Unterschied liegt. Dann kann man sich einen süßen Kativa-Hut holen beispielsweise oder Lammballhelm oder noch viele andere Sachen, so im Stil von Helmen, Hüten, wie auch immer. Wobei hier die Blumen, glaube ich, würde ich dann optisch am schönsten finden. Was mich sehr interessiert, ist der Lastenträgerring plus 1. Den habe ich mir auf dem anderen Account geholt. Ich habe leider allerdings nicht mitbekommen, ob er mir jetzt wirklich so viel mehr gegeben hat. Der erhöht auf jeden Fall meine Maximallast. Wenn ich das im anderen Account nochmal nachgeguckt habe, werde ich euch das auf jeden Fall nochmal hier mitteilen, wie viel höher das Ganze jetzt aktuell ist. Also hier kurz der Hinweis. Ich habe jetzt hier ein Maximalgewicht von 1000 und ich lege jetzt diesen Lastenträgerring rein in die Accessoires. Und ihr seht, ich habe jetzt ein Maximalgewicht von 1100. Das heißt, der Ring gibt mir ja eine Erhöhung von 100 Maximalgewicht. Dann gibt es noch die Allwetterunterwäsche, ein Accessoire, das vor Hitze und Kälte schützt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das im normalen Spiel schon hatten. Allerdings einzeln. Also Allwetter kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß, dass es etwas gab, so Unterwäsche, die vor Hitze schützt, Unterwäsche, die vor Kälte schützt. Aber dieses Kombinierte meine ich mich nicht dran zu erinnern. Dann gibt es hier verschiedene, ja, Früchte, sage ich jetzt mal, die ihr kaufen könnt. Eine überaus seltene Frucht, mit der sich das Lebenspunktepotenzial eures Pals etwas steigern lässt. Das heißt, hier diese oben, die sind für eure Pals. Dann gibt es nochmal Angriffspotenzial des Pals. Alles allerdings etwas steigern nur. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch. Dann gibt es einmal das Ganze für Verteidigungspotenzial. Dann ein Herzblut-Wunderelixier nennt sich das. Ein überaus wertvoller Trank, mit dem sich deine Lebenspunkte permanent steigern lassen, hat auf Pals keine Auswirkung. Also hier diese Tropfenform, sage ich mal, oder Birnenform, das ist alles für die Pals. Und alles, was jetzt hier kommt, ist alles für euch, für den Spieler. Und ich muss sagen, das finde ich richtig, richtig geil. Das ist etwas, wo ich am meisten, ja, meine Augen drauf geworfen habe. Nicht unbedingt das Leben, aber diese Flaschen hier. Weil das gibt es noch einmal mit Ausdauer. Dann mit Angriff, dass ihr euren Angriff erhöhen könnt.
Das finde ich persönlich sehr, sehr geil. Das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann das gleiche mit Arbeitstempo. Ja, kann man machen, muss man jetzt nicht unbedingt, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Dann, was noch geiler ist, die Maximallast lässt sich permanent steigern. Ich habe leider hier auf dem Account, beziehungsweise auf diesem Spielstand, leider noch nicht genug Punkte, dass ich das mal ausprobieren kann. Auf dem anderen jetzt auch nicht. Da hatte ich nur 100, 150 ungefähr. Aber sobald ich das mal ausprobiert habe, werde ich mal ein eigenes Video machen und werde mal schauen, dass ich mal die ganzen Werte hier alle zusammenfassen kann, um wie viel sich das dann permanent tatsächlich auch steigert. Und als letztes gibt es das konzentrierte Allzweck-Pal-Extrakt, ein geheimnisvolles Extrakt, das Pals injiziert werden kann, um ihr Potenzial zu entfalten. Damit kannst du den Rang eines Pals um 1 erhöhen. Aus irgendeinem Grund sind darin vergrämte Stimmen zu hören. Die sollen uns jetzt nicht stören, aber es ist schon eine geile Sache. Also es bringt natürlich jetzt so nicht viel, aber so von der Idee her, dass es zumindest drin ist und natürlich zusätzlich auch noch tierisch teuer ist. Wir können es aber benutzen. Also wenn man 2000 mal übrig hat und dann das Ganze an seinen Pal geben will, können wir dadurch mit einem Trank den Rang des Pals um 1 erhöhen. Ich meine, bei kleineren Rängen ist das natürlich völlig überflüssig, aber bei größeren Rängen könnte das vielleicht tatsächlich interessant werden. Dann gibt es noch eine Neuerung, und zwar hat sich das Maximallevel erhöht. Das lag ja immer bei 50, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir unser Let's Play, ja, ich sag mal, pausiert haben. Weil es kam auch nicht mehr so wirklich viel dazu. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen mal eine kleine Pause von dem Spiel. Wir haben es immer noch geliebt und immer noch privat irgendwo weitergespielt. Aber man kann halt nicht mehr so viel zeigen im Let's Play. Und jetzt geht es doch um einiges noch weiter, nämlich, naja, um einiges, ne? Also, aber immerhin 5 Level sind dazugekommen. Und da gibt es einige Sachen dabei, die wirklich, wirklich interessant sind. Wir fangen mal oben an. Zum Beispiel haben wir jetzt die ultimative Sphäre. Ein Hilfsmittel, mit dem sich Pals fangen lassen, dank der extrem hohen Wirksamkeit gehen einen damit kaum noch Pals durch die Lappen. Brauchen wir die normale Palsphären-Fließbandwerk 2, also da müssen wir jetzt nichts Neues bauen oder so. Dann haben wir einen neuen Helm bekommen, den wir herstellen können. Der hat eine Verteidigung von 260 und 600 Lebenspunkte gibt er uns dazu. Dann gibt es noch eine neue Waffe, und zwar das Lasergewehr. Hat einen Angriff von 1250. Dann Energiekartusche, das hat wohl mit dem Lasergewehr zu tun. Das ist wohl die Munition dazu. Allerdings nicht ganz billig, weil einmal so eine Kartusche kostet schon 5 Elektrodrüsen. Also da muss man schon einiges, ja, grinden, damit man das Ganze hat. Die Paliumbarren, naja, gut. Dann gibt es einen gekühlten Futtertrog. Ein Futtertrog, der gekühlt werden kann. Da muss man allerdings auch einen Eispal wieder zuweisen, so wie das auch beim Kühlschrank ist, um den Inhalt länger frisch zu halten. Hat aber den Vorteil, dass die Sachen, die da drin sind, nicht so schnell ablaufen. Das heißt, wenn man Zuckerwatte hat, die läuft ja bekanntlicherweise nicht ab. Aber wenn man zum Beispiel noch mit Bären arbeitet, gut, das sollte man auf Level 51 eher nicht mehr machen, dann könnte man den Futtertrog nehmen und kann dann da drin die Sachen auch kühlen mittlerweile. Dann gibt es noch einen Terragleiter für alle, die keine Tiere benutzen, um zu gleiten, was ich euch tatsächlich nur empfehlen kann. Da habe ich ja schon einiges gezeigt bei den Tipps, was ich im Video gezeigt habe. Der Terragleiter hat eine Geschwindigkeit von 100 und einen Ausdauerverbrauch von 10. Ist natürlich auch nicht ganz billig, wie man sieht, aber es ist machbar, gerade in dem Level. Dann gibt es einen Flammenwerfer dazu. Und darauf bin ich wirklich sehr gespannt, weil, wie wir alle wissen, haben die Händler und auch einige Gegner ja Flammenwerfer dabei. Ein Flammenwerfer mit hoher Reichweite benötigt als Munition Flammenöl. Hat einen Angriff von 450 Angriffspunkten. Müsste ich jetzt nochmal nachsehen. Hört sich jetzt nicht so mega viel an. Dann hier das Flammenöl. Das habe ich schon öfter in der Welt gefunden. Da kommen wir gleich zu. Es gibt nämlich Schrotthaufen. Da findet man das hin und wieder. Jetzt weiß ich zumindest, wofür das Flammenöl ist. Das ist die Munition zum Flammenwerfer. Dann gibt es den Gefrierzerkleinerer. Eine Anlage zum Zerkleinern und Umwandeln von Erz. Da kommen wir auch gleich noch zu.
Für den Betrieb benötigt man allerdings Strom und einen Pal, der Kühlung beherrscht. Das heißt, wo vorher die Pals mit Kühlung unwichtig waren, bis auf noch bei eurem Kühlschrank, werden die jetzt wohl immer wichtiger, wahrscheinlich auch in Zukunft immer wichtiger. Ja, die Unbekannten kann ich natürlich noch nicht zeigen. Das sind die, die normalerweise durch Pals freigeschaltet werden. Dann haben wir eine neue Rüstung erhalten, die hitzeresistente Plaststahlrüstung. Die gibt eine Verteidigung von 400 und Lebenspunkteerhöhung von 1300. Die Werte seht ihr unten, ist nicht ganz günstig, aber ist ja nur zum einmaligen Bauen. Ihr braucht allerdings dieses Plaststahl dafür. Dann haben wir einen Granatwerfer, der einen Angriff von 3000 hat. Das hört sich dann natürlich im Gegensatz zum Flammenwerfer wesentlich geiler an. Ist auch sehr, sehr teuer, muss ich dazu sagen. Braucht auch noch 80 Plaststahl, aber ist schon richtig krass. Dann die Granatwerfermunition, ja, ist teuer, klar, aber ich meine, das Ding macht 3000 Angriff. Ist klar, dass dann auch die Munition teuer ist. Ich denke, dass das Ganze erhöht worden ist, weil ich habe von vielen schon gehört, es wurden ja die Raids eingeführt zwischenzeitlich und die meisten spielen ja ohne Gruppen beziehungsweise ohne auf irgendwelchen Server mit anderen Leuten zu sein und die sagen alle einheitlich, dass es extremst krass ist und bisher hat noch keiner diesen Raid geschafft. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie probiert. Ich weiß nicht mal, wie ich ihn machen kann bisher. Dann gibt es eine, wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil es würde mich mal interessieren, wie man sowas starten kann. Ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich für ein Raid ist. Modifizierte Splittergranate, die macht einen Angriffsschaden von 4000, kann man aber natürlich nur einmal benutzen. Und wie ihr seht, es ist schon ziemlich teuer, braucht auch noch Rohöl dazu. Deswegen, also da würde ich dann eher so einen Granatwerfer nehmen, denke ich mal. Und auf der vorletzten Stufe haben wir dann die kälteresistente Plaststahlrüstung. Die hat eine Verteidigung von 400 und Lebenspunkteerhöhung von 1300, genauso wie die hitzeresistente. Und ja, wie ihr seht, bis auf die Eisdrüse hat sie auch die gleichen Kosten wie die vorherige Rüstung. Dann gibt es noch ein Gatling-Gewehr. Da bin ich auch gespannt drauf, auch wenn ich schon sehe, dass das vom Angriff her nicht ganz so toll ist. Weil die großen Händler haben ja dieses Gatling-Gewehr. Und die machen ja auch immer ganz böse Schaden damit. Deswegen hatte ich jetzt eigentlich gedacht, dass das ein bisschen mehr Wumms dahinter hat. Aber gut, zum Granatwerfer, denke ich mal, sieht alles ein bisschen kleiner aus. Wobei selbst der Flammenwerfer mehr Power dahinter hat. Und dann gibt es nochmal die Gatling-Gewehrmunition natürlich, die wir brauchen. Und es gibt als neues Fließband das Pal-Schlachtfließband. Ein Träumchen von einer Maschine, mit der sich Pals automatisch schlachten lassen. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir haben sonst immer dieses Schlachtermesser gehabt, damit man Pals schlachten kann. Wo da die Vor- und Nachteile liegen, habe ich ja schon mal in einem Video erklärt. Ich persönlich mag es nicht. Ich möchte auch meine Pals nicht töten, auch wenn es nur ein Spiel ist. Ich finde das immer blöd. Aber für alle unter euch, die da so ein bisschen extremistisch sind, was das Töten von Tieren oder Pals angeht, die können das Ganze jetzt auf dem Schlachtfließband ausüben. Sagen wir mal nichts zu. Und dann haben wir auf dem letzten Level, also auf Level 55, Max-Level aktuell, noch das Ultraschild. Das gibt einen zusätzlichen Schild von 1520. Kostet natürlich dementsprechend auch viel. Braucht 30 antike Kerne, also ist nicht billig, und 50 Plaststahl. Aktuell weiß ich noch nicht genau, woher ich den Plaststahl bekomme, aber vielleicht werde ich das gleich noch mit euch rausfinden. Ich gehe jetzt tatsächlich sehr unvorbereitet hier rein, muss ich gestehen. Es gibt noch die leichte Plaststahlrüstung. Die braucht dann auch entsprechend, oh, die braucht sogar 100 Plaststahl. Das ist dann einiges mehr als das Schild an sich. Gibt eine zusätzliche Verteidigung von 400 und Lebenspunkterhöhung von 1300. Ist übrigens das gleiche wie bei den anderen Rüstungen. Nur, dass die weder Hitze- noch kälteresistent ist, aber sie ist leicht. Würde mich mal interessieren, ob man damit
weniger Probleme hat, ja, beim Kämpfen, weil man merkte es doch schon den Unterschied, ob man eine schwere Rüstung getragen hat oder ob man eine mittlere Rüstung getragen hat. Also die leichten hat ja sowieso keiner mehr getragen. Dann haben wir einen Raketenwerf, der macht 5.900 Angriffsschaden. Er ist wahnsinnig teuer herzustellen, aber er hat richtig Wumms dahinter. Ist wahrscheinlich aber auch länger mit dem Nachladen beschäftigt, nehme ich mal an. Dazu die passende Raketenwerfermunition könnt ihr euch auch basteln. Leider auch sehr teuer, weil verbraucht auch wieder Rohöl. Die Platinen gehen ja noch bekanntlicherweise auf dem Level, aber Rohöl finde ich immer, ja, es ist was Neues. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir es nicht so viel bekommen, aber dazu kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Also Rohöl ist ein neuer Stoff, das kann ich euch schon mal direkt vorweg sagen. Meistens ist es ja mit diesen Sachen, die wir neu bekommen, dass wir da nicht so viel davon haben und entsprechend das dann doch teuer ist. Aber schauen wir mal. Was wir auf jeden Fall auch noch zusätzlich haben, und ich gehe mal nach ganz oben, damit wir nichts verpassen werden, Brutkasten und so, das kennen wir alles. Ab Level 15 können wir nun den Erzbruch freischalten. Natürlich alles mit Antiktechnologiepunkte, was hier rechts auf der Seite ist. Das ist eine Anlage, genauso wie den Steinbruch oder auch diesen Holzfällerbruch, keine Ahnung, wie er jetzt hieß, wo ihr Erze holen könnt. Und das Geile daran ist, wir haben nicht nur Erze, sondern wir haben auch Schwefel, das ist weiter unten, das zeige ich euch gleich, und Kohle. Wir können alle drei Sachen quasi jetzt bequem von zu Hause herstellen. Das ist so eine mega geile Erneuerung, weil jetzt kann man sich wirklich mal darauf konzentrieren, dass man sagt, okay, ich möchte in meiner Basis alles haben, alles machen. Und ich brauche keine Außenbasis mehr, wo ich jetzt sagen kann, ich brauche da eine Basis für Kohle und Erz, da eine Basis für Schwefel. Das Einzige, was ich nicht gesehen habe, das sind diese Kristalle. Die müsst ihr weiterhin noch holen und die habe ich ja halt auch viele davon eigentlich immer gebraucht. Dann eine andere Neuerung ist der Simpler Schlossknacker. Da gibt es auch noch weitere Variationen von. Und zwar ermöglicht es der kann ein einziges Mal gebaut werden, beliebig oft benutzt werden. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich eventuell abnutzt, das müsste man mal testen. Aber beliebig oft benutzt werden, kostet nicht so viel. Also jetzt gerade auf dem Level, gut Level 16, dafür ist er natürlich schon ein bisschen teurer. Braucht 10 Metallbachen, 10 Podiumbruchstücke und 5 Nägel. Und damit könnt ihr Schatztruhen, die einen Stahlschlüssel erfordern, ganz einfach aufbrechen. Ihr braucht keine Schlüssel mehr mitzunehmen oder ähnliches. Ihr könnt es ganz einfach aufbrechen. Ich finde das so eine geile Neuerung. Ich kann es euch nicht sagen. Dann gibt es noch den Ring der Rücksichtsnahme. Der ist für mich persönlich sehr interessant. Und zwar ist das ein Ring für Pazifisten, wie es hier steht. Wenn man den ausrüstet, kann angeblich können die Lebenspunkte meines Angriffsziels nicht unter einen Lebenspunkt sinken. Ich weiß nicht, ob das dauerhaft ist. Also wenn der jetzt einen Lebenspunkt hat und man greift dann noch dreimal an, ob der dann immer bei diesem einen Lebenspunkt stehen bleibt. So verstehe ich es zumindest, dass es so funktioniert. Ich persönlich finde es mega klasse, weil so kann man nämlich immer einfach irgendeinen Angriff machen. So stelle ich mir das zumindest vor. Ich konnte es leider noch nicht testen. Immer einen Angriff machen auf den Gegner, egal wie hart dieser Angriff ist. Und er geht nicht kaputt. Und trotzdem, bei Bossen habe ich zum Beispiel oft das Problem, dass man die runtergekloppt hat bis zum geht nicht mehr. Dann hatten sie noch 3 Lebenspunkte. Wenn man die aber nochmal treffen würde, würden sie kaputt sein. Und man versucht unendlich oft, die zu fangen und es funktioniert einfach nicht. So hat man die wirklich auf einen einzigen Lebenspunkt runter. Und ich denke, damit ist auch die Chance, die dann tatsächlich zu fangen, etwas erhöht. Hoffe ich zumindest. Also da bin ich wirklich drauf am Geiern, dass ich diesen Ring definitiv auch mal mache. Ich werde mir das jetzt einfach mal freischalten nebenbei. Vielleicht können wir da in einem gesonderten Video noch was zu machen. Also ich werde die Sache mal ausprobieren und in einem gesonderten Video dann auch nochmal zeigen, wie das von den Werten her aussieht und was die jetzt genau bewirken. Und ja, das Ganze einfach mal zeigen in dem Moment, wenn man das dann auch machen kann, dass man einen Gegner angreifen kann.
Die antike Frisierkommode, glaube ich, war vorher auch schon drin, dass man das Aussehen des Charakters nochmal ändern kann, während man dann im Spiel ist. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, ich hätte das Ganze schon mal aufgestellt. Es kann aber auch sein, dass ich mich jetzt vertue und ich einfach nur irgendein Möbelstück hingestellt habe. Falls ich mich vertun sollte, könnt ihr das jetzt auch machen. Könnt ihr die Frisierkommode hinstellen und ja, nochmal das Aussehen des Charakters komplett damit ändern. Dann gibt es noch den hochwertigen Schlossknacker. Ist quasi das gleiche Spielchen in Grün wie beim ersten. Allerdings ermöglicht es Schatztruhen, die einen Silberschlüssel erfordern, zu öffnen. Aber auch wieder das Gleiche. Es kann einmalig hergestellt werden. Ob es sich abnutzt, kann ich leider aktuell noch nicht sagen. Kann ich im nächsten Video dann sagen. Aber es kann einmalig hergestellt werden und beliebig oft benutzt werden. Und ich finde das so eine geile Sache. Dann gibt es noch die Donnerne Heimkehr. Das wiederum ist allerdings ein Verbrauchsgegenstand. Dazu finde ich es persönlich doch recht teuer, weil man braucht ein Dazi-Wörkchen dafür, fünf Elektrodrüsen und zwei antike Bauteile, um ein einziges davon herzustellen. Und ja, wie ihr schon sehen könnt, kann verwendet werden, um zum nächsten Lager zurückzukehren. Also wenn ihr zum Beispiel nicht mehr wirklich rausfindet aus irgendeinem Dungeon oder sowas oder viel zu weit weg seid, um dann wieder zurückzuporten. Ihr könnt euch natürlich, je nachdem, was das für Einstellungen sind auf dem Server, einfach umbringen lassen und dann wieder zurückporten lassen. Ich habe das überall so eingestellt, weil mich hat das immer genervt, dass man halt eben nichts da drin verliert. Aber wenn ihr jetzt natürlich einen Server habt, wo ihr die Dinge verlieren würdet, wenn ihr kaputt geht, dann ist das natürlich eine gute Gelegenheit, von weit weg oder so zum Beispiel wieder zurück zur Basis zu kehren. Ah, kleine Anmerkung, ich habe es eben leider nicht gelesen. Das Ganze funktioniert nicht aus Dungeons heraus. Also doch nicht so eine gute Idee, wenn ihr euch verirrt habt, im Dungeon dann wieder zurückzukehren. Aber von jedem Punkt aus der Karte funktioniert das auf jeden Fall. Ja, dann gibt es noch den Erzbruch 2. Eine Anlage zur Gewinnung von Erz im großen Stil. Der Erzabbau ist körperlich anstrengend. Überlasse die Arbeit Prals, die sich mit Bergbau auskennen. Ich denke, dass die dann auch entsprechend Level 2 haben müssen beim Abbau. Also, dass man das jetzt nicht mit kleineren Prals machen kann. Ich habe es noch nicht aufgestellt. Ich werde es aber auf jeden Fall aufstellen. Dazu muss ich allerdings erst ein bisschen was vorbereiten. Und das werde ich euch gleich zeigen, warum ich noch was vorbereiten muss. Ich habe nämlich eine mega geile, schöne neue Stelle gefunden. Und da werde ich hier in diesem Spielstand auf jeden Fall auch ein Lager aufbauen. Aber ich muss dafür noch ein bisschen was tun. Dann gibt es einmal den Beschwörungsaltar. Opfere hier Steintafel, auf denen Pals abgebildet sind, um mächtige Pals zu beschwören. Bereite dich gut auf den Kampf vor. Ich bin mir nicht sicher, ob das diese Raids sind. Ich habe noch nie einen Raid gemacht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe da auch nie Interesse dran gehabt, weil ich halt von allen Seiten immer nur gehört habe, ja, ist ganz cool, aber da man ja sowieso das Spiel hauptsächlich mit zwei Leuten spielt, in der Regel ist es halt nicht so einfach. Und keiner hat es geschafft bisher. Also die Leute, die mir das jetzt erzählt haben, unter anderem andere YouTuber und so. Oder auch privat. Und ja. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das wisst, ob das hier, dieser Beschwörungsalter, ob das dafür gut ist, um halt diese Raids zu starten. Dann gibt es noch die Brille der Begabung. Eine Brille, mit der das verborgene Potenzial von Pals sichtbar wird. Ich weiß nicht, der ein oder andere von euch weiß vielleicht, dass es einen Mod gab oder immer noch gibt, ich weiß es nicht, wo man sich diese unsichtbaren Werte quasi mit angucken kann. Im Endeffekt haben sie es jetzt eingebaut. Ich denke mal, um diesen Mod zuvorzukommen oder einfach nur um zu sagen, hey, wir finden das eine gute Idee, wir bauen das einfach ein. Ich weiß es nicht, wir werden es wohl nie erfahren. Um dann diese Werte eben anzeigen zu lassen. Es gibt Anzeigen für die Lebenspunkte, Angriff und Verteidigung und wird jeweils ein Wert zwischen 0 und 100 angezeigt. Ich müsste es mal ausprobieren, aber es ist jetzt aktuell bei mir nicht on top, dass ich es jetzt unbedingt machen möchte, weil die anderen Sachen finde ich persönlich jetzt spannender. Ich werde aber, sobald ich da die Antiktechnologiepunkte für habe, werde ich mir das Ganze auch mal anschauen und dann werde ich auch mal ein kleines Video zu dieser Brille noch machen.
Ja, wenn wir weiter runtergehen auf Level 36, finden wir nun den elektrischen Brutkasten. Und ja, der hört sich ein bisschen seltsam an, aber der ist ziemlich cool. Und zwar kann man diesen elektrischen Brutkasten nun benutzen, klar, zum Ausbrüten von Paareiern. Der benötigt Strom, hält aber jedes Ei, unabhängig davon, ob das jetzt ein kaltes Ei ist, also ein Ei, was viel Kälte braucht oder ein Ei, was viel Hitze braucht oder sonst was, automatisch bei optionaler Temperatur. Die Macher dürfen mir dann gerne erklären, wie das Ganze mit Elektrizität möglich ist. Etwas heiß zu machen, verstehe ich vielleicht noch, aber etwas kalt zu halten, who knows, keine Ahnung. Aber könnt ihr mir gerne erklären, wie das Ganze damit zu machen ist? Mir reichte schon zu wissen, dass das damit geht. Und ja, ist natürlich nicht ganz günstig, ne? 5 antike Kerne braucht man zum Beispiel dafür, 10 antike Bauteile. Aber ich kann auch sagen, wenn man alles so weit hat, dass man das Ganze mit Strom auch alles bewirtschaften kann und so weiter, lohnt es sich wirklich. Meine Meinung dazu. Dann gibt es noch den Meteorwerfer. Und zwar ist das etwas, was ich euch später auch noch zeigen möchte. Ich hoffe, dass wir da so etwas finden werden. Es gibt nun Meteore in der Welt, die hin und wieder auf die Palwelt runterfallen. Hört sich irgendwie sehr gefährlich an. Ich habe auch jedes Mal das Gefühl, mir fällt so ein Ding auf den Kopf, wenn dieser Hinweis kommt. Weil da ist dann auch nochmal so ein musikalisches Signal, sage ich mal, bei, dass man dann direkt denkt, so, oh. Moment, irgendwo ist da was. Aber nicht nur dabei, muss ich dazu sagen. Ja, dieser Meteorwerfer, eine verrückte Waffe, die Meteoriten verschießt. Ja, benötigt als Munition Meteorkugeln. Ich vermute, dass diese Meteorkugeln, dass man die nur mit dem Material herstellen kann, was man aus den Meteoriten abbauen kann. Weil wenn die nämlich auf die Palwelt fallen, ich habe es noch nie gemacht, ich habe es auch noch nirgendwo gesehen, aber ich habe es gelesen, dann kann man wohl dahin gehen, da sind wohl auch Gegner immer dabei. Wenn man die dann weggemacht hat, kann man diesen Meteoriten abbauen. Und ich schätze, der gibt uns dann diese Meteoidenbruchstücke, die man hier sieht. Der Werfer ist natürlich tierisch teuer, also der kostet 100 von diesen Meteoidenbruchstücken. Wie jetzt genau diese Kugeln hergestellt werden, kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber hier steht ja, also für die Herstellung wird Waffenfließbandwerk benötigt. Da können wir da mal reingucken. Generell so in die einzelnen Sachen können wir mal reingucken, wie teuer das Ganze dann wird. Und das schiebe ich dann jetzt gleich noch ein bisschen auf. Ist aber an sich schon eine ganz coole Sache, denke ich mir mal. Der hat übrigens einen Angriff von 2000. Also der ist gut mit dabei, wenn auch nicht ganz so gut wie der Raketenwerfer. Aber sind wir mal ehrlich, bei Level 37 können wir den schon kriegen. Dafür ist er wirklich on top, würde ich mal sagen. Dann haben wir noch den großen Generator, den können wir herstellen. Eine Anlage zum Speichern von Strom, der von Elektropals erzeugt wird, ist größer und effizienter als dieser normale Generator, den man halt so kennt. Ich weiß leider nicht, wie groß er ist, aber ich habe schon gehört, dass er wirklich wesentlich größer ist. Also macht euch darauf gefasst, dass ihr ein bisschen Platz dafür braucht. Es ist halt nicht mehr nur diese eine kleine Stelle von dem Generator, den wir so normalerweise kennen. Außerdem müsst ihr ziemlich viel grinden, weil der braucht 200 Elektrodrüsen und nochmal 200 Paliumbarren dazu. Werde ich mir aber auf jeden Fall ja, in die neue Basis, denke ich mir mal, reinstellen. Passt da jetzt optisch nicht ganz so gut, muss ich sagen, aber ich werde es mir da auf jeden Fall hinstellen. Dann habe ich leider noch nicht freischalten können, weil ich mir gerade die Antikpunkte eben geklaut hat. Ich doof. Es gibt noch den Profi-Schlossknacker, der ermöglicht das gleiche in Grün halt wie bei den anderen. Diesmal allerdings Schatztruhen, die einen Goldschlüssel brauchen, zu öffnen. Wie gesagt, kann beliebig oft benutzt werden, muss nur einmal hergestellt werden. Dafür ist es eigentlich noch recht günstig, muss ich sagen. Ja, und wie schon angekündigt, auf Level 52 könnt ihr dann endlich die Schwefelmine freischalten. Kostet leider auch Schwefel, um das Ganze herzustellen, und 5 Antiktechnologiepunkte.
Ja, der Rest ist halt schnell besorgt, sage ich jetzt mal. Schwefel ist auch recht schnell besorgt, ist aber sehr schwer. Das heißt, da müsst ihr dann schauen, dass ihr ja am besten einen Portpunkt habt oder ähnliches. Aber wenn ihr das Ganze einmal gebaut habt oder vielleicht auch zweimal gebaut habt, je nachdem, was ihr da alles so mitmachen wollt, dann könnt ihr jetzt Schwefel von überall in der Palworld herstellen. Wie gesagt, ab Level 52. Und das finde ich richtig, richtig geil. Und als letztes auf Level 53 haben wir dann noch die Steinkohlemine, von der ich schon gesprochen habe. Kostet ebenfalls dann auch Steinkohle. Also man braucht immer das, was man gerne herstellen möchte quasi. Aber trotzdem finde ich es absolut geil, dass man die Sachen überhaupt jetzt herstellen kann. Weil, ja, wir kennen ja alle das Problem. Ich habe ja auch Videos dazu gemacht. Wo bekommt man die besten Punkte? Also wo kann man die beste Basis hinbauen, wo man Steinkohle und Erz zum Beispiel zusammen hat? Wo ist der beste Punkt, wo man Schwefel farmen kann? Dieser ganze Scheiß fällt einfach raus. Und ihr könnt eine geile Basis aufbauen. Ich kann euch empfehlen, die direkt bei Öl zu machen. Das ist jetzt meine Intention. Ich denke auch mal, dass ich das ein bisschen splitten werde mit dem Video, dass ich jetzt hier diese ganzen Sachen mal kurz zeigen werde und dann den Blick auf das neue Gebiet in einem nächsten Video dann hochladen werde. Weil es doch ein bisschen viel wird, merke ich gerade. Aber ich möchte halt auch, dass ihr alles davon seht und dass ihr halt die ganzen Neuerungen hier auch mitbekommt. Ja, und eine Sache hätte ich fast vergessen, weil sie bereits mit Level 1 erhältlich ist. Und zwar gibt es jetzt den sogenannten Palaufhübscher. Das ist dieses, ja, niedlich aussehende, ja, Gebäudeteil. Nee, Gebäudeteil kann man nicht sagen. Bauwerk steht hier drin, nehmen wir es so. Kostet nicht viel, kann sich jeder sofort hinstellen oder relativ schnell hinstellen im Spiel. Da könnt ihr dann draufklicken und könnt dann ein Pal auswählen, wie die, also es sind dann natürlich, wenn ihr fünf Pals habt, gleiche Pals, die würden dann alle gleich aussehen, wie dieses Pal aussehen soll. Aktuell ist noch nicht viel drin. Aktuell könnt ihr eurer, ja, ich sag mal, Katze nur eine Sonnenbrille aufsetzen. Aber in Zukunft sollen noch viel, viel mehr Skins hier reinkommen. Und ja, ich finde es eigentlich eine ganz süße Idee. Ist was, was man nicht unbedingt haben muss, aber es ist etwas, was auf jeden Fall ziemlich gut im Haus aussieht und was eine nette Idee ist, was es auch ein bisschen aufhübschen kann. Ja, und eine andere Neuerung, die findet ihr bei den Settings, also bei den Einstellungen, Optionen vom Spiel. Und zwar müsst ihr darauf dann auf Spielereinstellungen gehen und dann hier oben auf Allgemein und dann direkt der erste Punkt hier oben. Gegenstände nicht automatisch einsammeln, wenn dadurch die Maximallist überschritten wird. Finde ich gut, weil dann kann man nämlich selber aussuchen, was man genau haben möchte. Braucht ihr dann einfach nur hier rechts auf On zu drücken und dann wird das ab einer gewissen Größe abgelehnt, dass es automatisch aufgesammelt wird. Dann müsst ihr nur natürlich daran denken, dass ihr mal guckt, habt ihr jetzt auch alles eingesammelt? Ja, nein. Oh, da liegt noch was. Ah ja, das würde jetzt quasi diesen Betrag überschreiten. Mal schauen, was ich da noch machen kann. Und ja, dementsprechend, ich finde es auf jeden Fall eine ganz gute Neuerung. Übrigens, wer sich jetzt fragt, wo man überhaupt diesen Medaillenhändler bekommt, wo ich jetzt schon die ganze Zeit beistehe, das kann ich euch sagen. Und zwar könnt ihr den laut meinem jetzigen Standpunkt bei der verlassenen Kirche finden und in den Kirchenruinen auf der vergessenen Insel, bei diesen zwei Wegpunkten. Ich weiß nicht, wo er noch zu finden ist. Ich denke mal, es kann sein, überall, wo solche Ruinen hier zu finden sind, dass man da dann auch diesen Medaillenhändler finden kann. Das sind aber die einzigen zwei, die ich jetzt aktuell bisher gefunden habe. Deswegen, da kann ich euch definitiv versichern, bei den verlassenen Ruinen und vergessene Insel, bei den Kirchenruinen, da werdet ihr die auf jeden Fall finden. Dann habe ich ja schon kurz erwähnt, dass es jetzt Events in der Welt gibt. Und zwar gibt es einmal, ich glaube, so Abwurf-Events oder wie auch immer die heißen. Da kommt dann so ein Text rein, wo drin steht, dass was abgeworfen wird. Da sind dann auch immer Gegner zu finden, die ihr erledigen müsst. Und dann könnt ihr entsprechend die Sachen einsammeln, die dann da abgeworfen wurden. Dann, wie gesagt, gibt es diese Meteoroiden.
Da könnt ihr ja die Meteoroiden halt selber abbauen. Es gibt natürlich auch Gegner und es gibt Pals, die nur bei diesen Meteoroiden wohl dabei sein sollen, die man sonst wohl nicht findet. Und das dritte Event, was es gibt, ist das sogenannte Nest-Event. Da sind dann immer vier Eier und ein kleinerer Boss, den ihr dann besiegen oder von mir aus auch einfangen könnt. Die habe ich jetzt leider noch nicht gesehen, aber ich habe schon mal so einen Text gehabt, dass die Meteoroiden runtergekommen sind oder dass halt diese Lootboxen, sage ich jetzt mal, abgeworfen worden sind. Ach ja, und nicht zu vergessen natürlich die Schrotthaufen, die zumindest im neuen Gebiet überall zu finden sind. Ich habe sie jetzt noch nicht auf dem Gebiet dazwischen gefunden, aber im neuen Gebiet habe ich sie auf jeden Fall immer an den gleichen Stellen wieder gefunden. Und da halten wir auf jeden Fall im nächsten Video die Augen offen. Wie gesagt, sonst wird dieses Video hier zu lange werden. Was ich euch schon mal vorweg sagen kann, es gibt eine Arena. Die findet ihr im Osten von der Insel. Da werden wir uns im nächsten Video auch noch mal hinbegeben. Und es gibt eine Ölbohrinsel. Da werden wir auch hinfliegen und uns das Ganze mal angucken. Und ich werde jetzt nicht da durchlaufen und irgendwie kämpfen oder so, aber dass wir zumindest schon mal wissen, wo ist das Ganze und was hat es damit auf sich. Und es gibt noch die Verbesserung, die Bosse, die man bereits ja, geschlagen hat, also bereits besiegt hat, die haben wohl einen Hard-Mode bekommen. Das würde ich mir vielleicht auch gerne im neuen Video angucken, je nachdem, wie lange das geht. Dass ihr das aber auf jeden Fall schon mal gehört habt, die Bosse, die ihr besiegt habt, könnt ihr dann wahrscheinlich wahlweise auswählen, ob ihr die nochmal so spielen wollt oder ob ihr die halt im Hard-Mode dann besiegen wollt. Dann noch eine Sache, und zwar ist das eine der allerbesten ja, Verbesserungen, die jetzt mit dem Update kamen, wie ich finde. Ne, zwei Sachen sind es noch, die ich euch noch zeigen möchte. Und zwar, die Lager könnt ihr jetzt weiter erhöhen, beziehungsweise das Lager könnt ihr weiter erhöhen. Und ich weiß es nicht genau, ich glaube, es geht dann bis Level 30. Ich habe es jetzt noch nicht weiter bauen können, weil ich die Ölförderpumpe hier auf dem Spielstand noch nicht bauen kann. Wenn ihr das dann aber weitergebaut habt, dann könnt ihr zusätzlich noch einen weiteren ja, Außenposten, sage ich mal, hinstellen. Finde ich persönlich ziemlich cool. Brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr so dringend, dadurch, dass wir alles bei uns ins Lager stellen können, was wir eigentlich haben wollen, durch diese neuen Minen. Aber es ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Und die Palbox. Ihr seht schon hier ganz, ganz viele Pünktchen. Wir haben jetzt 32 Boxen, 32 Palboxen. Das heißt, wir sind von vorher 480 Plätze, die wir für die Pals, also in der Box hatten, hochgegangen auf 960 Plätze, die wir jetzt brauchen können. Also geil, kann ich einfach nur sagen. Wir haben jetzt wesentlich mehr Platz drin. Und hier unten, die Pals im Lager werden sich dann natürlich auch dementsprechend nochmal erhöhen, indem wir dann weitere Stufen ausbauen können. Das heißt, wir können da dann auch dementsprechend mehr reinsetzen. Ja, und die letzte Sache, die ich euch noch gerne zeigen möchte, befindet sich hier am Gerät. Und zwar gibt es diese normalen Aufsichtskanzel heißt die, genau. Diese normalen Einstellungen, die hatten wir ja vorher schon. Ob die Pals entspannt arbeiten dürfen, normal, das ist dann dieses humane Arbeiten. Oder ob sie hart arbeiten, wo sich dann natürlich die Werte verschlechtern und alles, dafür aber mehr bei rumkommt oder halt eben brutal malochen müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob die vierte Variante vorher auch schon drin gewesen ist. Aber diese Einstellungen hier kennen wir ja schon. Jetzt gibt es aber noch was Neues. Und zwar das Zuweisungsboard. Ihr seht schon, da könnt ihr Arbeiten im Lager zuweisen. Das finde ich ziemlich cool, wobei ich sogar noch cooler das finde, was ja, ich euch dann gleich zeigen werde. Also ihr könnt dann quasi einfach hier so einen Pal nehmen, der jetzt gerade bereit ist. Bei mir schlafen sie, glaube ich, alle. Ne, die sind noch am Arbeiten aktuell.
und könnt das dann dementsprechend hier auswählen. Also ihr klickt einmal hier auf den Kühlschrank beispielsweise. Der hat jetzt keinen Pal, der nur für den Kühlschrank da ist. Dann zieht ihr euch einen raus, den ihr jetzt gerade habt beispielsweise. Ich glaube, das ist sogar der, der es machen soll. Und könnt ihn dann einfach da reinziehen. Was ich persönlich sogar noch cooler finde, ist, wenn wir jetzt V drücken, Arbeit zuweisen. Da seht ihr jetzt alle Pals, die ihr gerade bei euch im Lager beschäftigt seid. Seht dann auch, was die für einen GI-Wert haben, welches Level die haben und so weiter. Also habt auch nur mal eine gute Übersicht darüber. Und hier rechts seht ihr überall Häkchen. Wer sich dann hier oben ein bisschen mit den Symbolen auskennt, kann dann direkt sehen, wofür diese Tiere eingesetzt werden. Beispielsweise der Peking, der ist jetzt bei mir für die Bewässerung zuständig. Dann kann man hier gucken, wer ist jetzt noch für die Bewässerung zuständig. Oh, ansonsten ist keiner zuständig. Also müssen wir ein Auge drauf haben, was soll er noch machen. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt sagen, okay, er soll jetzt nicht mitarbeiten, dass da irgendwas abgebaut wird. Weil Bewässerung ist natürlich sehr wichtig und wenn er da dann fehlt, wäre es auch nicht gut. Wir hätten jetzt zum Beispiel Anubis, der noch abbauen kann. Wobei man natürlich darauf achten muss, er hat jetzt Level 2 zum Abbauen von Erzen und Anubis hat zum Beispiel Level 3 sogar vom Abbauen von Erzen. Dann guckt man einfach hier runter, wer ist noch damit beschäftigt. Wir haben noch einen zweiten Anubis. Ja, müsste passen. Dann nehmen wir einfach beim Peking das Häkchen raus. Beispielsweise, müsst ihr natürlich nicht machen. Das heißt, dass er sich nicht mehr hinsetzt und irgendwas abbaut an Steinen oder Erzen oder so. Er setzt sich auch nicht hin und kühlt irgendetwas, weil das ist die Aufgabe von jemand anderem, nämlich von ihm hier, von dem Foxikel oder wie es ausgesprochen wird. Und dann ist der hier zum Beispiel wirklich nur fürs Kühlen zuständig und er sagt sich, nee, er muss nicht zur Kühlung dann noch abbeordert werden. Er hat ja schon seine Aufgabe im Bewässern, vielleicht mal was hin und her tragen. Und wenn man merkt, da kommt er gar nicht mit klar, kann man das zum Beispiel auch wieder ausschalten. Und dementsprechend alles einzeln einschalten, wofür die halt wirklich, ich sag jetzt mal, gut sind. Wie jetzt zum Beispiel dieses Bullypop. Kann man nur zum Angriff nutzen, ne, wenn man angegriffen wird, also zur Verteidigung nutzen. Oder halt eben, um zu weiden. Und ja, dementsprechend kann man dann nichts großartig einstellen. Aber wie jetzt zum Beispiel hier, der kann Holz fällern. Der hat auch nur diese beiden Sachen. Aber hier der Anubis, der könnte jetzt theoretisch Sachen abbauen. Kann gleichzeitig aber auch Sachen transportieren und so weiter. Da kann man dann dementsprechend einzelne Sachen an- oder ausschalten. Und das finde ich eine richtig, richtig gute Erneuerung. Weil ich es immer mal wieder hatte, dass ich mir gedacht habe, okay, der soll jetzt aber nicht da sein, der soll sich jetzt darum kümmern. Und irgendwie hat das dann teilweise alles nicht so richtig funktioniert. Wie zum Beispiel hier Bigarde, der kann ja alles machen. Der kann hin und her transportieren, der kann Holz fällern. So, nee, auf Level 1, okay. Der kann Holz fällern, der kann auf die Weide gehen, der kann, was weiß ich nicht, noch alles machen. Der könnte auch hier beispielsweise Medizin herstellen. Wo soll er noch alles hin? Und so ist es wirklich eine super Möglichkeit, sich die Sachen einzeln nochmal einzustellen. Ja, wie gesagt, das waren jetzt quasi die technischen Sachen von den Erneuerungen, die ich euch mitteilen wollte. Es war wirklich eine Menge. Deswegen ist das Video jetzt auch sehr lange geworden. Das wiederum ist allerdings auch der Grund, weshalb ich jetzt sagen muss, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und im nächsten Video werde ich mit euch zu den neuen Bereichen fliegen. Wir werden diese Ölbohrinsel anfliegen. Wir werden mal schauen, wie das mit der Arena ist. Und ich werde mit euch einen Rundgang bzw. Rundflug durch das neue Gebiet machen. Und ich kann wirklich nur sagen, alle, die nur ansatzweise fasziniert von diesen, ja, von Japan, von Kirschblütenbäumen, von dieser ganzen japanischen Atmosphäre und so weiter sind wie ich, werden auf ihre Kosten kommen. Das Biom sieht absolut geil aus. Die neuen Pals sehen teils richtig knuffelig aus. Einige davon wollte ich mir sofort schon holen.
Und ja, wir werden auf jeden Fall einen großen Rundflug machen durch die Gebiete und uns alles anschauen. Vielleicht finden wir ja auch noch das ein oder andere Event, damit ich euch das mal ein bisschen zeigen kann. Ansonsten werde ich da dann noch mal einen Screenshot vielleicht einblenden, weil privat auf einem kleineren Account bin ich da mal drüber geflogen. Und dann kam dann auch hier und da mal ein Hinweis und dann habe ich mal geguckt, ja, wo ist das denn hin? Konnte nur nicht zu nah ran, weil, naja, ich mit meinem kleinen Level 17er, glaube ich, bin da drüber geflogen und alles unter mir ist Level 47 oder so gewesen. Aber da werden wir dann auf jeden Fall mal schauen in der nächsten Folge und ich freue mich schon wahnsinnig darauf, euch das Ganze zeigen zu können. Und ja, je nachdem, wie es mit dem Episode OneIP aussieht, können wir da vielleicht auch noch mal ein paar Folgen zu aufnehmen. Ich weiß allerdings leider nicht, wie zeitnah das sein wird, weil ich hatte es ja schon bei Farm erwähnt. Er ist jetzt im Moment erstmal auf Urlaub. Er besucht seinen Bruder für eine Woche. Und ja, da können wir dann leider auch nichts aufnehmen und so. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir erstmal eine Woche Aufnahmestopp. Es werden vielleicht, wenn wir Glück haben, noch ein paar Aufnahmen dann hochgeladen werden können, die wir bis dato schon gemacht haben. Aber ich denke nicht, dass wir vorher Palworld noch schaffen. Vielleicht auch doch, ich bin mir nicht sicher. Ich muss es mal mit ihm absprechen. Aber seid nicht böse, wenn es vielleicht eine Woche länger dauert, weil ich sag mal, das sei ihm jetzt einfach mal gegönnt. Familie geht einfach vor. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn wir zum neuen Bereich fliegen werden. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.